So, hier spricht Stefan Leininger und in diesem Video erfährst du, wie ich in 4 Monaten 14 Kilogramm abgenommen habe. Yeah! Erstmal muss ich sagen, warum muss ich als Fitnesstrainer überhaupt so viel abnehmen? Sprich, warum habe ich so viel Gewicht? Klar, ich esse gern, muss aber dazu sagen, ich habe früher Fitnesswettkämpfe gemacht und da habe ich mich in kürzester Zeit, sage ich mal, relativ stark runterdiätet. Also immer dieser Zeitdruck, wo ich da gehabt habe. Und diese ganzen Diäten, was ich da, diese extreme Diäten, wo ich gemacht habe, die haben mich echt irgendwie essgestört gemacht. Das muss ich echt sagen. Ich bin durch die extreme Diäten essgestört geworden. Und ja, dann habe ich dann halt im Laufe der Zeit immer mehr zugenommen. Letzter Wettkampf war 2002. Und nach 2004 habe ich meine Leidenschaft, das Fitnesstraining und die Ernährung aus den Augen verloren. Und habe dann halt nach und nach ja in Form eingebüßt und habe zugenommen. Und das Ergebnis war dann, dass ich halt einfach ja nicht mehr zufrieden war. Und ich habe vor 3 Jahren habe ich schon den Fehler nochmals gemacht, nochmals so schnell abzunehmen, weil das einfach irgendwie im Körper drin ist. Bei mir. Und man will das ja auch immer schnell abnehmen, aber zu schnell ist meistens nicht gut. Ja, ich habe dann 10 Kilo abgenommen in 8 Wochen. Habe dann aber auch das meiste wieder bald wieder drauf gehabt danach. Und jetzt habe ich mir gesagt, ich mache das jetzt langfristig, ich mache das nachhaltig. Ich will das ein Leben lang machen, ich will nicht leiden, ich will nichts Extremes machen, ich will das so umsetzen, dass es mir gut tut, dass ich es ein ganzes Leben lang mache, weil es eben keine große Beeinträchtigung ist. Und das habe ich jetzt gemacht und es funktioniert wunderbar und ich werde das auch ein ganzes Leben lang durchziehen. Wie ich das gemacht habe, ist ganz einfach. Ich gehe jetzt mal nur auf die wichtigsten Punkte ein, wo ich mich freuen würde, wenn das jemand jetzt sagt, okay, pass auf, erstmal die wichtigsten Fakten, man braucht es nicht zu verkomplizieren. Okay, das Wichtigste beim Abnehmen ist die Ernährung. Das heißt, du musst ein Kaloriendefizit haben, um abzunehmen. Das heißt, am besten, du konsumierst weniger, wie du verbrauchst. Und am sichersten funktioniert es mit Tracking, mit Kalorienzählen. Das heißt, du musst genau wissen und dein Essen abwiegen, wie viel Kalorien du am Tag zu dir nimmst. Wenn du das noch nie gemacht hast, musst du dich halt mal kurz damit beschäftigen. Und dass du weißt eben, okay, ich nehme einen Tag so und so viele Kalorien zu mir, diese Nahrungsmittel, diese Mahlzeit hat so und so viele Kalorien, du musst halt die Mühe machen, das mal zusammenzurechnen und abzuwiegen. Und das funktioniert dann eigentlich, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, ziemlich leicht und ziemlich einfach und ziemlich gut. Deswegen führe ein Essenstagebuch, wiege dein Essen ab. Du musst genau wissen, also alles notieren, was du zu dir nimmst. Ja, und bei mir war das so, ich habe gesagt, okay, ein Defizit, ich fange mal mit 2000 Kalorien an. Und schaue dann einfach, wie mein Körper reagiert. Und wenn ich eben nicht mehr abnehme, dann gehe ich mit den Kalorien weiter runter. Und ich habe dann 4 Mahlzeiten am Tag zu mir genommen. Mit je 500 Kalorien habe ich mir im Vorfeld alles berechnet. Dann habe ich gewusst, okay, ich habe immer 2000 Kalorien, wenn ich die 4 Mahlzeiten zu mir nehme. Und hat dann super funktioniert. Mein Ziel war 0,5 Kilo weniger in der Woche. Und tatsächlich habe ich jetzt in diesen 4 Monaten im Schnitt über 800 Gramm in der Woche verloren, also wahnsinnig viel. 0,5 Kilo hätte mir auch schon gereicht. 0,5 Kilogramm weniger in der Woche, das ist das Ziel. Und wie viel das ist, das zeige ich euch mal kurz. Wenn ihr 0,5 Kilogramm pro Woche abnehmt, das ist so viel. So viel weniger von eurem Körper, so viel weniger Fett. Wahnsinn, oder? Ich glaube, da kann man motiviert sein. Also, geht es an. Ich habe jetzt mit 2000 Kalorien begonnen. Je nachdem, wie viel Übergewicht du hast, empfehle ich zwischen 1200 und 2100 Kalorien einfach mal zu beginnen. Das passt bei den meisten. Je mehr du wiegst, je mehr du wiegst und je aktiver du bist, umso höher setzt du oben im 2000er Bereich die Kalorien ansetzt und umso weniger du wiegst, jetzt haben wir es langsam, und umso weniger aktiv du bist, umso weiter unten 1200, 1500 Kalorien setzt du dann halt beginnen. Und dann wartest du 7 bis 10 Tage mit der gleichen Kalorienzufuhr und wenn du nichts abnimmst, musst du weiter runtergehen und wenn du
zu schnell abnimmst, sprich über ein halbes oder auch ein Kilo, ist noch in Ordnung in der Woche. Wenn du mehr abnimmst, sollte ich mit den Kalorien ein bisschen hochgehen. Also zu schnell als Abnehmen haben wir ja schon als bei mir gesehen, ist nicht gut. Zweiter Punkt, versuche möglichst natürliche Nahrungsmittel zu essen. Keine Pizza, kein Junkfood, keine Süßigkeiten, kein Kuchen, kein Alkohol trinken, keine Säfte trinken, auch nur Wasser trinken. Möglichst naturbelassene Nahrungsmittel essen. Bei mir ist es so, dass ich in jeder Mahlzeit 30, 40 Gramm Eiweiß konsumiere, in Form von Magerquark, Hüttenkäse, also körniger Frischkäse. Eier esse ich 3 bis 4 Mal in der Woche. Putenfleisch oder Lachs oder Thunfisch oder auch Eiweißpulver, Whey-Protein. Diese Eiweißquellen habe ich in jeder Mahlzeit, nehme ich die zu mir mit Salat, mit Gemüse, mit Obst oder eben auch mit Kohlenhydraten, wobei ich die vorwiegend zu mir nehme, wenn ich Krafttraining mache. Ansonsten bin ich da ein bisschen weiter unten. Ja. Neben dem Krafttraining, also ne, Entschuldigung, neben der Ernährung, musst du auf jeden Fall Krafttraining machen. 2 bis 3 Mal in der Woche ein kurzes, knackiges, intensives Krafttraining. Das unterstützt die Gewichtsreduktion immens. Also das beschleunigt deinen Stoffwechsel, verbrennst auch im Ruhezustand mehr Kalorien. Und außerdem kriegst du eine ganz andere Körperform durch Krafttraining. Das sieht schlanker und straffer aus. Auch für die Frauenwelt ganz wichtig, macht Krafttraining. Das ist der beste Weg zum schlankeren, trainierten Körper. Und das mit der Ernährung kombiniert ist fast schon perfekt. Wenn dann nicht noch das Intervalltraining wäre, das wo ich auch empfehlen kann, zum verstärkten Fettabbau, das beschleunigt das Ganze nochmal deutlich. 3 Mal in der Woche machst du bitte Intervalltraining auf irgendeinem Ausdauergerät oder du kannst es auch, kannst auch Seilspringen, du kannst auch irgendwelche gymnastischen Übungen, Burpees, im Wechsel zum Beispiel mit Liegestützen machen. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, kann man auch zu Hause machen, kann man auch sprinten, kann man auch joggen. Intervalltraining, also das, was ich favorisiere, ist 10 Sekunden ganz locker und 20 Sekunden Vollgas. 10 Sekunden ganz locker, 20 Sekunden Vollgas. Und das immer im Wechsel. Nach dem Krafttraining, 10 bis 20 Minuten, mache ich das auf dem Crosstrainer oder auf dem Fahrradergometer oder an separaten Tagen 30 bis 40 Minuten. Diese ganze Prozedur, sehr anstrengend, aber bringt viel. Also du wirst Erfolg haben. Ganz sicher. Ja, das wären die wichtigsten Punkte. Ernährung, Kaloriendefizit, gesunde Nahrungsmittel, mach Krafttraining, mach Intervalltraining und in 3 bis 4 Monaten bist du ein neuer Mensch. Du wirst nicht mehr wiederzuerkennen sein, wenn du 10 bis 12, 13 oder 15 Kilogramm weniger hast in 4 Monaten. Du bist ein neuer Mensch. Du wirst dich besser fühlen. Du wirst besser aussehen, wirst attraktiver sein. Du wirst motivierter sein. Du wirst mehr Lebensqualität haben. Deswegen empfehle ich dir, fang heute, fang jetzt an. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Es gibt keine Ausreden mehr. Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt und nicht in einer Woche und nicht in 5 Wochen, sondern wenn dir es wirklich ernst ist, dann starte ab sofort. So, jetzt hier dann noch ganz kurz ein kleines Video, wo ich begonnen habe mit der Ernährungsumstellung, also vor knapp über 4 Monaten und wie jetzt meine aktuelle Form ist. Allerdings angezogen, ich glaube, ich habe schon genug Nacktbilder quasi von mir in letzter Zeit gepostet.
ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deiner Transformation. Ich hoffe, ich konnte dich etwas inspirieren. Wenn das der Fall ist, freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn Fragen da sind, dann bitte unten in die Kommentare reinhauen. Ich versuche die dann auch zu beantworten. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage noch eins, hau rein. Yes!